Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cuphead für die Switch. Und wir haben einen langen, langen Weg hinter uns. Haben alle Gegner besiegt und kommen jetzt zum Finale. Denn alle Bosse sind bis jetzt besiegt in allen Levels. Und wir gehen jetzt ins Finale rein. Ich bin wirklich gespannt, was da auf uns erwartet. Das muss ja der Monsterboss sein. Wir gehen mal rein hier in die Höhle des Löwen. Tintenfasshölle. Hölle. Gehen wir in die Hölle des Löwen. Ich erwarte zumindest eine coole Zwischensequenz mit dem Teufel und dem Casino-Besitzer. Da können wir rein. Würfelpalast. Alles ist möglich. Schwierigkeitsgrad. Hier gibt es nur einen normalen Schwierigkeitsgrad. Hier gibt es keinen leichten. Okay. Mein Gott, ich bin voll aufgeregt. Schwitzige Hände. Sieh mal einer an! Ihr habt es tatsächlich geschafft, aber euretwegen habe ich eine Wette verloren. Und deswegen lasse ich euch noch nicht zum Boss. Zuerst spielen wir ein kleines Spielchen. Danke, du Spast. Auch zu easy gewesen, ne? So. Gewürfelt, habe ich. Was war das? Hin los! Ach du Scheiße. Soll ich denn machen? Ja, hier, da seid ihr, schießt auf ihn. Ah, guck mal. Den haben wir besiegt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben noch ein Leben. Nehmen wir wieder Leben dazu, vielleicht? Oh, müssen wir jetzt mehrere Gegner wahrscheinlich hintereinander besiegen. Das ist schon fies. Nochmal würfeln. Safe, okay. Oh nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin gleich auf ihn hier rauf. Oh na! Oh scheiße, jetzt müssen wir alle Gegner mal machen. Aber das ist schon hart. Eieiei. Wollen wir da auch immer so lange Ladepausen jetzt sind dazwischen? Weil jetzt kommt der erste Typ wieder, der Würfelheini. Boah, wo müssen wir hin? Wir müssen bis zum Schluss kommen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall. Besten wäre es ja, wenn man Dreier würfeln würde, fällt mir gerade ein, ne? Am besten wäre es ja, wenn man nur Dreier würfelt, damit man schnell durchkommt. Dann müssen wir gleich mal darauf achten, was wir da am besten machen können. Das machen wir gleich mal. Wo wir am besten hinkommen. Na. Oh! Alter! Heieieieiei! Hm. Man kann auch nicht richtig üben gerade. Weil es immer wieder die gleichen sind. Also nicht die gleichen sind, sondern immer verschiedene. So, wir gucken mal. Der Würfel hat ja nur 1 bis 3. Das heißt, wenn wir eine 3 würfeln, kommen wir auf das Herz. Machen wir mal. Warte. Ah, jetzt war 2. Scheiße. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen, wenn wir besser würfeln. Ach, nur andere Gegner hier die ganze Zeit. Ah, fieses Ding. Aber du kannst auch anders machen. Hehe. Wir sind natürlich auch.
Ah, da kommt der Einzelne noch hinterher, da unten, der Sack. Oh! Ah, verdammte Axt. Ich glaube, ich habe ihn gar nicht richtig getroffen. Kann das sein? Jetzt habe ich kaum Leben verloren. Ich glaube, ich muss einfach den automatischen Schuss nutzen. Ich versuche nur meine 3 zu würfeln. Pass auf. Nein. Oh nein! Das war eher die 3, fand ich. Ah, Spack. Also kann man aber, das Timing kann man aber daraus sich erarbeiten, glaube ich. Okay, die Spinne nochmal. Ah. Oh, Mann. Alter, ich habe überhaupt keine Zeit, irgendwo drauf zu achten. Na gut, würfeln wir nochmal. Würfelglück, Würfelglück. Ich würfel mal daneben jetzt erstmal. Also, wenn er einen Würfel macht, springen wir kurz daneben. Guck mal, pass mal auf. 1, drauf. Nein! Oh, da war ich zu dicht dran. Scheiße. Ah, guck, guck, guck. So ein Kack. Was ist die blöden Whisky-Gläser? Da passiert so viel im Hintergrund auch. Das ist doch... Scheiß, das ist ein Scheiß-Level. So. Also, lassen wir Würfel machen. Wir machen es mal hier daneben. Guck mal. Guck mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3. Okay. Ja. Ein Leben mehr bekommen. Okay. Wenn wir nochmal 3 bekommen, kriegen wir noch ein Leben mehr. Habt ihr es gesehen? Obwohl. Scheiße, es kommt trotzdem Gegner. Och, Mann. Andere wäre cooler gewesen. Okay, er hier wieder. Der war gar nicht so schwer. Ah, okay. Muss man trotzdem ein bisschen aufpassen. Nein! Oh. Habe ich gerade eben so leicht platt gemacht, aber auch nur aus dem einzigen Grund, weil ich dumm gesprungen bin, sagen wir so. Scheiße. Okay, weil vielleicht können wir ja nochmal, haben wir nochmal Würfelglück. Okay. 1. Nein! Ach, und die Herzen verändern sich auch, die Karte. Habt ihr gerade gesehen? Jetzt hätte ich ein 1 gewählt, um Herz bekommen zu müssen. Ah, das ist ja auch fies. Okay, aber ihn kriegen wir jetzt hin. Muss ihm das Gesicht treffen von dem. Oh. So. Skelette da im Hintergrund. Versuchen wir mein Herz zu bekommen. Wenn es überhaupt geht. Oder auf ein Safe zu kommen. Ja, also müssen auf Safe kommen, müssen wir eine 2 würfeln. Gut, also müssen wir bei 3 springen, ja, ne? Yes! Guckst du doof, der schießt ja ins Gesicht. Das geht nicht, ne? Okay, was brauchen wir jetzt? Ein Herz, wir brauchen eine 2.
Also wenn wir bei 2 landen wollen, dann müssen wir bei 3 springen, ne? So. Was so ein Level, aber das macht ja nichts. Haben jedenfalls ein Leben wiederbekommen. Nein! Achso, warte, ich kann alles rauskommen. Eigentlich. Oh, es geht nicht. Oh, nee. Scheiße, ey. Hier muss man die Gegner perfekt können, glaube ich, damit man überhaupt durchkommt. Sonst wird das nix. Okay. Würfelglücke sei mir hold. Also, vielleicht sollen wir uns erstmal ein Herz holen mit der 1. Oh, dann haben wir schon eine 3 geholt. Okay, vielleicht verlieren wir auch kein Leben. Hahaha. Oh nein. Ja, super. So. Ja. Ein bisschen vorsichtiger sein beim nächsten Mal, aber naja. Vielleicht können wir uns ein Leben holen, erspielen. Erwürfeln sozusagen. Ich glaube es zwar nicht, aber mal gucken. Leben braucht man eine 3. Scheiße. Eine 3? Ja. Obwohl, egal, ich sag, oh, eine 3. Also es gibt ja nur 3 Zahlen, das heißt, die Chance, das zu machen, ist natürlich auch wesentlich höher. Oh, und die 2 geholt. Genau das, was ich wollte. Behindert. Naja. So kann ich jedenfalls die Gegner ein bisschen üben. Es kommen ja immer ein paar verschiedene. Wer jetzt kommt? Den hatte ich noch nicht. Ach, da sind Nägel unten. Oh, die habe ich nicht gesehen. Hm. Das ist doch echt. Also das ist glaube ich, mit das schwerste Level. Glaube ich. Ich glaube, wenn man die kann, ist es wahrscheinlich gar nicht so schwer. So kann ich sie ja noch nicht. Okay. Also 3 für ein Herz. So. Eins. Na, was mache ich denn immer? Ich muss anders zählen. Ich zähle irgendwie verkehrt. Na gut, aber den könnte man schaffen. Ach, das hätte ich auch durchfliegen können, ne? Na gut. Nein. Okay, man muss ein bisschen die härtere Waffe nutzen. Diese grüne Waffe, die ist zwar praktisch, aber macht ja leider so wenig Schaden irgendwie, ne? Kommt vor, dass man doppelt so lange braucht dafür. Aber vielleicht können wir uns noch ein Leben ergaunern. Wir brauchen eine 1. Oder eine 2, das ist mir eigentlich egal. So, 1, 2, 3, 1, 2. So, und noch mit 2.
Jetzt versuchen wir eine 3. Nein, noch, Mann! War doch so dicht dran. Man muss auch gar nicht draufdrücken, wenn man es macht. Ich fällt mir gerade ein, ich muss hochspringen und gucken, wo ich lande. Okay, machen wir gleich mal. Jetzt sind wir dann auf der sicheren Seite, wenn wir es anders machen. Oh! Nein! Aber man kann dieses... Oh, das ist ätzend. Ist das ätzend, ey. Was für ein Kackspiel. So. Also, Herz ist da. Und eine 3 würfeln, um gar nicht zu schaffen. Lass uns doch erstmal das Herz holen. So. Gut. Vielleicht kommen wir durch und haben dann nach 4 Herzen. Wäre auch nicht schlecht. Oder was Leichtes. Ah, die. Nein, ey. Oh. Immer in Bewegung bleiben, Leute. Oh. Ich hab ihn. Oh, es ist doch nicht normal. Kann ich das denn nicht, ey? Wieso kann ich dieses Level denn nicht? Das ist ja beschissen. So, probieren wir es nochmal von vorne. Würfeln, wir müssen nur 3 würfeln. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Okay, jetzt ist es umgekehrt. Pass auf. Machen wir es anders. Wir sind nur bei 2, ne? Yes. So, haben wir 4 Leben. Das ist wirklich hart. Das ist wirklich hart. Hm. Okay. Ihn können wir aber schaffen. Oh nein! Nein, schon wieder! Ach, ich bin so dumm ab und zu. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das war dumm, das war wirklich dumm. Also... Wirklich dumm war das. Ah, jetzt kann man zwar noch ein Leben holen, aber ich glaube nicht. Hat er die Chance, immer wieder mal ein Leben zu bekommen? Eventuell auch wieder auf 3 aufzufüllen, aber die Chance dazu ist ja, wir müssen auf Safe kommen, wie ich sehe. Also müssen wir 1 würfeln. Also müssen wir bei 3. So, Safe schon mal. Jetzt müssen wir eine 3 würfeln. Um auf jeden Fall ein Herz zu bekommen. 1, 3. Yes! Mal ein Herz bekommen. Wenn wir das Level jetzt schaffen, ohne Leben zu verlieren, hätten wir die Chance, nochmal ein Herz zu bekommen. Natürlich sehr albern ist, oder... Ja. Wir gucken mal. Wieder etwas, was ich noch nicht gesehen habe. Ah! Kriegst du ab. Sehr. Sehr gut. Okay, ist machbar, ist machbar, ist machbar. Haben zwar ein Leben verloren. Mal sehen. Gut, wir müssen einmal auf Safe kommen oder eine 3 würfeln, um Herz zu bekommen. Das können wir uns aussuchen. 3 oder 1? So, Herz.
Eieieiei, das ist wirklich nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht. Ich finde das schon sehr, sehr schwer. Und noch ein Level, das ich nicht kenne. Super. Oh. Oh nein, warum springe ich denn? Das war doch ganz gute Idee, wie ich es gemacht habe, oder? Hm, dumm. Scheiße. So, wieder eine neue Runde. Gucken, wie weit wir kommen jetzt. Also, wir brauchen eine 2, um ein Leben zu bekommen. 3 springen. 2 holen. Sehr gut. Also man kann immer, ich springe immer so 2 Zahlen, bevor die Zahl kommt, die ich haben will. Also wenn ich jetzt, der Würfel ist dann nicht immer gleich. Der dreht sich immer, ab und zu dreht er sich mit 1, 2, 3, ab und zu dreht er sich aber 3, 1, 2, ab und zu dreht er sich auch 2, 3, 1. Und wenn man die 1 haben will und die 3 haben will, muss man halt versuchen. So. Mal schnell killen. Oh, nein, war da unten einer, das gibt's doch nicht. Komm schon. Naja, ein Leben verloren, aber es war ja ein Zusatzleben, was wir gewonnen haben, also. Auch nicht so doof. Ist auf jedem Feld, ist auf jedem Feld ein anderer Gegner denn? Oder ist es Zufall, wo die kommen? Müsste man mal drauf achten, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber ist es vielleicht so, dass immer der gleiche Gegner auf dem gleichen Feld ist? So, wir versuchen eine 2 zu würfeln. Guck mal, da ist jetzt so, jetzt ist die Reihenfolge nämlich, wenn ich zähle, 1, 2, 3. Aber jetzt machen wir mal, wir wollen ja die 2 haben, das heißt, wir müssen bei der 3 hochspringen. So. Safe. Und jetzt wollen wir zum Herz. Die 5. Das heißt, wir brauchen 2 wieder. Jetzt ist der Würfel wieder anders. Mal gucken, also, wir müssen bei 3 springen wieder. So. Gut. Na gut. Bin gespannt, welcher Gegner jetzt kommt. Der Affe wieder hier, der blöde. Ah. Oh. Kann auch hoch. Ach Mann, wieso kann ich nicht diesen blöden Schuss da einfach machen? Wieso geht das nicht? Bescheuert. Blöder Affe, hier Affe sag ich schon, Hase. Das sieht aus wie der verrückte Hutmacher von Alice im Wunderland. So ein bisschen, oder? Eigentlich nicht schwer. Man muss es irgendwie nur können. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Dinger abschießen kann, die da von oben runterkommen. Muss ich halt mal testen. Ich werde es ja schon noch ein paar Mal spielen, wahrscheinlich. So, jetzt gehen wir nochmal auf Safe und holen uns nochmal ein Herz, wenn das klappt. Ich glaube zwar nicht, jetzt brauchen wir eine 2, also. 2, okay, müssen wir bei 1 springen, ne? So. Safe. Und dann müssen wir uns das Herz noch holen, da. Und dann können wir vielleicht wieder nochmal. Naja, weiß ich nicht. Warum auch eine 2 wieder? Bei 1 springen. 1. So. Kann man ganz gut timen, eigentlich. Muss man sagen, kann man ganz gut timen. Also, gar nicht so verkehrt. Okay. Warum mache ich das? War dumm. Oh, das war dumm.
Oh, nee. Aber die Taktik war gut. Die Taktik war gut. Die Taktik war sehr gut. Das machen wir das nächste Mal nochmal so. So, wir versuchen das Ganze nochmal. Ich würde jetzt gerne 3 würfeln, damit ich noch ein Herz bekomme. Bei 2 springen. So. Man muss immer überlegen, bei 12 für 1, was für ein Gegner da jetzt kommt. Vielleicht kann man das ja wirklich ein bisschen ableiten davon, dann sucht man sich natürlich nur die Gegner aus, die man noch kann. Okay. Hier ist ein Spacko. Super. Alle leben noch. Sehr gut, sehr gut. Gut, wir haben noch alle Leben. Das ist gut für uns. Schlecht für ihn. Hoffe ich. Gut, wir können auf Safe gehen und dann können wir uns Herz holen. Wir können auch theoretisch direkt auf Herz gehen, wenn wir mit 3 würfeln. Also, machen wir 3. 1, 2, 3. 1. So, oh nein, da habt ihr gesehen? Die 3 war doch da und trotzdem ist er eingegangen. Na gut, bin auf Safe gekommen, müssen wir 2 würfeln. Aber das war schon ein bisschen beschiss, fand ich. Bei 1 springen. Yes. 5 Leben. Yes. Und wenn wir das jetzt noch schaffen, durchzukommen, ohne Leben zu verlieren, 1 vielleicht, dann auf den Safe-Punkt kommen wir noch ein Herz holen. Also, ich bin gespannt. Ich glaube, beim Boss zum Schluss, also der letzte. Ja, er hier. Yes! Ich will ihn so schnell wie möglich killen. Weil das, glaube ich, wirklich blöd ist. Oh nein! Scheiße. Naja, egal. Hat 2 Leben verloren bei dem. Ärgerlich. Was ist das? So. Können wir uns auch ein Leben holen oder vielleicht auch eine Pause ergaunern? Also auf Safe können wir auf jeden Fall noch kommen. Versuchen zumindest zu kommen. Das heißt, wir müssen 2 würfeln. Oder 1. So. Dann muss das Herz auch noch holen, ne? Das heißt, wir müssen 2 mal 3 würfeln, um zum letzten Boss zu kommen. So, noch ein Leben. Jetzt müssen wir natürlich einmal kämpfen, aber dann hätten wir es beinahe schon geschafft, mal bis zum Finale zu kommen. Ich weiß natürlich nicht, was für Gegner jetzt hier kommen. Müssen wir gucken. Hat man noch nicht gehabt. Also irgendwie ist das nicht das, was wir machen sollen. Kann das sein? Ach, warte mal. Ach, das ist so eine Art Memory hier. Okay. Das ist ja echt fies. Er wird immer schneller dann, ne? Hm. Warte, den haben wir hier oben gesehen. Nee, doch nicht. Den hier oben? Auch nicht. Ah, warte. Jetzt weiß ich aber wo. Warte. Okay. Oh nein. Shit! Ich
Blöder Affe. Warte, da war hier hinten. Ja, auch nicht. Ich kann mich auch nichts merken hier gerade. Ah, warte, das habe ich gesehen. Das war hier. Und hier. Oh, ne. Ey, das ist ja ein fieses Ding. Fieses Ding. Okay. Echt schwer. Echt schwer, das Ding. Was soll man machen? Here's a real high class belt. Now go. Ja komm du, Blödsinn. Ein Knockout sein jetzt, oder? Gut. Erstes Leben, erster Boss. Wollen wir den Hasen noch erwischen mit der 3? Oder den hinkriegen? Nehmen wir den Hasen dahin, ohne Leben zu verlieren. Wäre natürlich super. Aber man kann für nichts garantieren, ne? Ja, komm schon. Oh Gott sei Dank. Gut, das Leben haben wir auch sicher. Safe sozusagen. Und was haben wir jetzt noch? Wo steht denn der letzte? Das letzte Herz. Auf der 8, ne? Auf der 8, ja super. Der 7, die Roulette-Tante. Ja, geil. Dankeschön. Okay, müssen wir gucken. Also erstmal müssen wir an der 6 vorbei. Das heißt, wir müssen eine 2 oder eine 3 würfeln. Das sind natürlich eine 3 schon, ne? Zack. Die Roulette-Tante kann man ganz gut unbeschadet überstehen. Mal gucken. Oh nein! Das gibt's nicht. Bin ich zu früh verschwunden. Scheiße. So ein sicheres Ding eigentlich. Oh, das nervt mich. So ein Dummheitsfehler, ne? Oh. So ein blöder Fehler war das. So ein blöder Fehler. Ich brauche eigentlich alle Leben dafür. Ich schaff das sonst nicht. Ich schaffe es wirklich nicht. So, wir brauchen eine 3 und dann eine 2. Jetzt bitte eine 2. Nein! Doch, 3 geht ja auch. Stimmt. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's nicht.
Wieso killt das nicht? Wie ich das will. Oh, ich kotzen, ey. Oh, das ist ätzend. Blöd, echt. Das ist wirklich scheiße, das Level, echt. Kackt. Wie haben wir da jetzt? Die 5, den Hasen, glaube ich, ne? Okay. 3 Würfeln. 2, 1, 3, okay. Du Spacko, stirb! Oh. Gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, gut, gut. Schon 5 Leben. Also, 5 ja, Energieeinheiten sozusagen. Gucken wir mal, ob wir 6 da noch bekommen. Das heißt, wir müssen einmal auf Safe gehen und einmal auf die 7. Also, wir können die 2 oder 3 würfeln, das ist nicht egal. So, die 3 wäre natürlich besser. So. Die Roulette-Tante, die kriegen wir, glaube ich, hin, wenn ich nicht wieder den gleichen Fehler beim letzten Mal mache. Ich meine, ich müsste da in die falsche Richtung ploppen. Guck mal. Here's a real high class bout. And begin! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt noch die 8er Kugel. Schwierig war, aber. Ach Quatsch, brauchen wir gar nicht mehr. Wir sind ja schon fast beim Stil. Das heißt, wir müssen jetzt eine 3 würfeln. Um da hinzukommen. Zack. Jetzt müssen wir eine 2 haben. Oh, eine 2. Oder eine 3, ist ja egal. Also. Eine 2, okay. Ah, ich bin ein bisschen nervös jetzt.
Oh Mann. Das gibt's doch gar nicht. Oh, dieser beschissene Spast, oder? Der hat uns aber echt auch Nerven gekostet, muss man sagen. Der hat uns Nerven gekostet. Aber wir haben ihn geschafft. Gibt eine beschissene Note, behaupte ich mal. Oh, na, Minus. Immerhin. Gut. Wo landen wir jetzt? Wo landen wir jetzt? Müssen wir eigentlich mal gegen den Oberboss kämpfen, oder? Wie sieht's aus? Sehr gut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn wir den Boss besiegen. Bis dahin, tschüss.